Hallo! Hallo! Wir haben heute für euch wieder ein neues Video und heute haben wir wieder einen Gast bei uns, den ihr aber bestimmt schon kennt, denn das ist meine Schwester. Und wir drehen heute für euch Telefonstreiche, weil sich das wirklich so viele gewünscht haben. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. So, das erste ist, also ich muss jetzt bei Melissa anrufen und ihr sagen, dass ich ein iPad gefunden habe. Du, ich war gerade draußen, ne? Melissa? Hallo? Ja? Ja, genau, und ich war gerade draußen und ich habe gerade ein iPad gefunden. Ein was? Ein iPad. Ja, mit. Ja, habe ich auch, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie jetzt abgeben soll oder so. Ja, weil guck mal, und da war kein Code drin und ich bin dann so mal so auf Bilder gegangen und dann waren da voll viele Pornos drauf. Ich würde mal sagen, lass das unterhalten. Okay, mach ich. Ja, lass einfach die Bilder und so, alles so aus der Farbe, weil da sind viele so Pornoseiten, weißt du? Ja, du Melissa. Und, ja? Ich hab dich verarscht, wir drehen gerade ein Video. Ist es gerade dein Ernst? Ja. Aber voll gut, also du warst voll gut. Danke. Ich hab mich schon gefreut für dich. Ja, dann wünsche ich dir noch schöne Ferien und wir schreiben, ne? Ich bin nicht wie jeder andere. Du musst nicht sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, ne? Okay, mach dann. Wir schreiben, okay. Ne? Okay, tschüss. Ciao. Oh, sie hat voll abgekauft. Sie hat sich voll gefreut. Also ich muss jetzt einen Freund von mir anrufen und muss ihm sagen, weil ich bald anfange mit dem Führerschein, dass ich geübt habe auf einer Straße und dass ich von der Polizei erwischt wurde und jetzt 2 Jahre gesperrt bin. Hallo. Hi, Marco. Hi. Weißt du, was mir passiert ist? Richtig schlimm. Was denn? Ich war eben mit meiner Mama üben, ne? Für einen Führerschein. Und dann kam die Polizei und hat uns erwischt und jetzt bin ich 2 Jahre gesperrt. Das ist richtig schlimm jetzt. Und ich wollte eigentlich Montag anfangen. Ach du Scheiße. Ja. Jetzt kann ich alles wieder absagen, mein Bürgeramt überall. Nee, das ist wirklich passiert. Wir waren hinten, sind wir halt gefahren mit der Schwalbe, ne? Und dann auf einmal kam die Polizei und dann haben die uns erwischt. Und meine Mama hat sich jetzt auch gerade ein neues Motorrad gekauft. Die ist jetzt auch erstmal, muss jetzt auch erstmal ihren Führerschein abgeben. Richtig krass ist das jetzt. Mein Stiefvater war richtig sauer und mein Papa wollte mir jetzt schon das Geld überweisen für den Führerschein. Ja, das glaube ich. Das ist jetzt wirklich blöd. Marco, verarscht. Du bist im Video drin. Ich wusste es. Du bist im Video drin von Lifestyle Moore. Ich wusste es. Ja. Ja, stimmt. Ich habe dich gefragt, ob du mich verarscht hast oder nicht. Ja, aber ich wollte das... Ich habe darauf gewartet, dass irgendjemand im Hintergrund anfängt zu lachen. Nein. Also, danke, dass du mitgemacht hast. Ja, also wie gesagt, du bist jetzt im Video drin, ja? Nein. Doch. Nein. Doch bist du. Nein. Doch. Ich will aber nicht im Video drin sein. Ja, Pech, jetzt bist du drin. Na toll, jetzt bin ich im Filmstar oder was? Ja, ja, man sieht dich ja nicht. Du wirst auf der Straße erkannt. Ja, genau. Ne? Wenn Leute mich sehen, ja, das ist ja vom Telefon. Genau. Ja, also... Wir rufen dann mal weiter, ne? Bis dann. Ich bin nicht im Video drin, ja. Doch, tschüss. So, ich bin jetzt im Hotel an und muss sagen, dass ich meinen Ausweis da vergessen habe, also verloren habe, aber sie mir den dann nicht zuschicken kann,
können, weil ich meinen Mann sonst betrüge. Nee, weil sie ihren Mann betrogen hat und ja, genau, der nicht wissen darf, dass sie da war. Guten Tag, ich habe ein ganz großes Problem. Ich habe meinen Ausweis im Hotelzimmer, glaube ich. Also ich denke, dass ich meinen Ausweis im Hotelzimmer liegen lassen habe. Okay, bis wann waren Sie denn da, bitte? Von gestern. Also ich bin heute erst abgereist wieder. Wie ist Ihr Name? Müller. Ich glaube, das war 17, aber ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Haben Sie auch unter Müller gebucht? Also ich denke schon. Aber das Problem ja ist, dass ich, ich weiß nicht, ob ich auf Müller gebucht habe, weil, mein Mann habe ich nämlich betrogen und der darf es ja nicht wissen. Soll es ein Scherzanruf sein? Nee. Nee, also tut mir leid, unter Müller finde ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich gebe es gerne weiter und sobald Sie was finden, können wir Sie gerne, wenn Sie eine Nummer mitteilen möchten, und Sie gerne zurückrufen. Oder kann es, ich kann auch sein, dass es im anderen Hotel war. Kann auch sein, ja. Dann probiere ich nochmal im anderen Hotel und gucke nochmal meine Unterlagen durch. Gut, danke, tschüss. Das war richtig sauer. Das war ja so, wo wir unsere Freunde angerufen haben, beziehungsweise Lena beim Hotel. Und wir machen jetzt nochmal das, so diese, wie nennt man das? Also wo 10 Wörter draufgeschrieben sind und wir müssen die 10 Wörter in dem Telefonat einbringen. Einbringen, genau. Und ich rufe jetzt im Autohaus an und mal gucken, ob ich das hinkriege. Und ich stoppe die Zeit, weil wir machen das so, dass ab dann, wo abgenommen wird, wir die Zeit stoppen und dann gucken wir am längsten das Gespräch. Hallo, mein Name ist Müller und zwar wollte ich mal fragen, Sie verkaufen ja Autos, ne? Genau. Ja, genau. Und zwar bräuchte ich ein neues Auto. Ja. Und zwar... Scheiße. Ich wollte gerade sagen, und zwar habe ich bei 50 Shades of Grey das Auto. Soll ich mir eine neue Nummer raussuchen? Oh Mann, Lena! Guten Tag. Bitte legen Sie nicht auf. Im Augenblick sind alle Leitungen belegt. Sie werden so bald als möglich weiter verbunden. Ihre Verbindung wird gehalten. Oh nein! Hallo, schönen guten Tag. Ist das Audio? Oh. So, ist das Auto aus? Hallo, mein Name ist Müller und zwar, Sie verkaufen ja Autos, ne? Ja. Genau, und ich habe nämlich letztens den Film 50 Shades of Grey. Benna, ey. Ich kann diese 8 Sekunden. Ich kann es nicht. Oh Mann, wenn die neben mir lachen, komme ich nicht. Und zwar, Sie verkaufen ja Autos, oder? Ja. Genau, und zwar habe ich letztens bei 50 Shades of Grey ein Auto gesehen in so Lavendelzweigfarbe. Und es sah ein bisschen so aus wie ein Bobbycar. Scheiße! Hat die aufgeregt? Nein, ich wusste! Ey, 16 Sekunden, komm ich dann nochmal auf? Oder merkst ey, du, aber ich war voll Zeit? Gut, ja. Entschuldigung, ich bin hier gerade ein bisschen unter Zeitdruck. Oh Mann, ich habe voll die guten Wörter hingekriegt. Oh, Karneval. Du kannst auch sagen, guten Tag, mein Name ist Hasenscheiße. Ja, nimm das an. Mein Name ist Hasenscheiße. Ich nehme das auch. Ich hab auch so ein Adjektiv von mir, weil bei mir steht nämlich Hundescheiße. Also ich sage auch, guten Tag, mein Name ist Hundescheiße. Alle wissen nicht, dass ich streite. Hey, und herzlich willkommen. Bitte nennen Sie mir zuerst Ihr Einrichtungshaus.
Ah, das war doch schon mal. Ich habe über Helfen angerufen. Hey! Online-Shop. Okay. Informationen zu IKEA Online-Shop. Bitte wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten. Sagen Sie, Bestellung vorbereiten, Fragen nach Ihrer Bestellung oder jetzt bestellen. Jetzt bestellen. Willkommen im Hauptmenü. Bitte wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten. Sagen Sie, Ware bestellen, Montageservice bestellen, IKEA Geschenkkarte, Aufnahmeservice bestellen, IKEA Katalog. Das habe ich. Das vierte habe ich jetzt nicht verstanden. Wie bitte? Das vierte habe ich nicht verstanden. Bitte wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten. Sagen Sie, Auto bestellen, Montageservice bestellen, IKEA-Geschenkkarte, Aufmaßservice bestellen. Ich möchte einfach hier sonst. Oder sonstige Fragen. Sonstige Fragen. Bitte wählen Sie aus den folgenden Sonstige Fragen! Ich verbinde Sie jetzt zu einem Mitarbeiter. Das ist euch aufgelegt. Was bist du? Oh. Ich hatte voll Angst. Ich hatte stumm. Ja, weißt du, was der Mitarbeiter war, das, mit dem ich die ganze Zeit gesprochen habe? Der hatte hier so Auswahlmöglichkeiten. Wie bitte? Kennt ihr Marco Fono? Nee. Sowas hat. Nee? Kennst du nicht Marco Fono? Nee. Wo man so Klinge streichen und machen kann? Nee. Ja, sowas hatte der da auch. Der hat uns die ganze Zeit schon gehört. Scheiße, soll ich jetzt nochmal einfach? Wie geht denn die Nummer von Höfner? Höfner! Warte, H ist die 4, 6 ist O, soll ich E gucken? Ist 3, ja. Guten Tag, mein Name ist Sam. Ich kenne das nicht! Hast du was hast du gesagt? Mein Name ist Sandstrand. Ich denke, abgestorben. Anstatt du sagst, haben sie vielleicht ein Regal in der Farbe Sandstrand oder sowas. Ja, okay. Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Regenwurm. Ich habe mal ein paar Fragen. Und zwar erstens, gibt es bei Ihnen Couch mit Krokodilleder? Ja, das haben wir sogar. Ja? Aber die riechen... Ja. Wir haben sogar Zebra. Echt? Zebra. Löwe? Hm. Echt? Oh, schön, aber nicht Löwenbabys. Doch, Löwenbabys haben wir auch. Die macht voll mit? Mit? Nein, die hat mitgespielt. Die hat mitgespielt. Ich habe ein paar Fragen. Und zwar erstmal, ich richte gerade meine Wohnung ein und bräuchte einen Schrank in der Farbe Sandstrand. Haben Sie sowas? Sag mal, bist du bescheuert? Ich hab außerdem hey, warum hast du die jetzt aufgelegt? Ich mach das nur. Aber Sandstrand in der Farbe Sandstrand ist doch jetzt nicht auf der Arsch. Sag mal, das war doch jetzt richtig verarscht. Nee. Soll ich dann noch mal sagen? Entschuldigung, ich bin's nochmal. Wieso haben Sie denn jetzt aufgelegt? Hallo, schönen guten Tag. Ich sitze hier gerade an meinem Tisch. Und, ja. Und, die Verbindung war gerade ganz schlecht. Ich mach mal wieder gut. Echt? Da bist du ja noch dran. Ich hör's ja mal ganz gut. Hallo, schön. Hallo, ich sitze gerade an meinem Guten Tag. Kann ich euch was helfen? Ja. Was denn? Ich sitze gerade am Tisch und vor mir hängt eine Orca. Ja, dann kannst du auch eine andere Reihenfolge nehmen, ne? Ja, ich weiß, aber das passt ganz gut. Ja, ich weiß nicht, bei mir das auch passt ganz gut. Ich sitze am Tisch und vor mir hängt ein Orca-Wal. Das ist richtig, das passt richtig gut. Ja. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Ich sitze gerade an meinem Tisch und mit meinem Kugelschreiber und vor mir hängt ein Orca-Ball. Musst du selber lachen, wa? Ja, wir drehen gerade ein Video. Wir drehen gerade ein Video, weil wir sind YouTuber und da mussten wir sie anrufen. Aha. Ja. Na gut, viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Die war ja süß. Musste selber lachen, wa? Hallo, schönen guten Tag. Ich sitze gerade an meinem Tisch und neben mir habe ich so eine Stinkprimel. Kennt ihr die? Was für eine Ding? Kennt ihr eine Stinkprimel? Der Name ist so lustig. Kenn ich nicht. Jedenfalls, eigentlich meine Frage war, ob sie welche lang. Ob ich was? Welche Leine haben? Nein, habe ich nicht. Okay. Was? Nee, haben Sie denn auch Hasenscheiße? Nee, habe ich auch nicht. Nein? Achso, ja, nämlich vor mir hängt ein Orca-Ball und der isst immer Hasenscheiße. Nee, habe ich nicht. Achso, ja, weil der hat auch Zecken. Das ist doch. Was für ein Tierarzt bei dem Tier hier? Zu Wattenfall? Elina, du hast gewonnen. 1 Minute 10 Sekunden. War ich ja nicht. Doch? Nee, aber dann du warst für 41 Sekunden. Nach 41 Sekunden hat Benner dir abgenommen. Weil der ist auch hart. Ja. Scheiße. Benner, ey, Lena, du hast gewonnen. Okay, dann war's. Boah, so rot. So, ja, das war jetzt so unser Video. Wir fanden es sehr lustig. Wir hoffen natürlich, ihr fandet es auch lustig. Und ja, uns tut es echt leid, dass wir das nicht können. Und ja, dann würden wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.